Siegen trifft sich in Sölden. Die Siegerländer haben hier ihre zweite Heimat gefunden. Die Siegerlandhütte liegt östlich von Sölden in den Stubaier Alpen, direkt an der Grenze zu Südtirol. Dieses Jahr steht ein Umbau an. Die Pächter bekommen eine neue Wohnung und viele begabte Handwerker der Sektion Siegerland packen mit an. Verantwortlich für den Umbau ist Hüttenwart Heinz-Peter Neuser. Er ist extra dafür angereist. Körperlich geht's eigentlich, aber man hat halt schon Angst, weil der ganze Umbau ist seit Monaten geplant und steigt und fällt eigentlich mit dem Wetter. Wir haben aber jetzt seit ein paar Tagen sehr schönes Wetter, sodass wir unsere Flüge ordnungsgemäß durchführen konnten. Wir sind auch im Zeitplan noch etwas schneller, als wir eigentlich gedacht haben. Und Zeit ist Geld. Überhaupt, wenn ein Helikopter im Spiel ist. Die Materialien müssen zuerst auf die Hütte geflogen werden. Und dort können sie fast nur mit Hilfe des Helis bewegt werden. Also Arbeit auf Hochtouren. Hier haben wir praktisch über der Küche und über dem Schlafraum der Pächter das Dach weggerissen. Und das muss innerhalb von 24 Stunden wieder zu sein. Gestern hat es mal eine Plane drauf gehabt über Nacht, aber heute soll es schon wieder dicht werden. Ich hoffe, das wird noch. Wir haben ja noch ein paar Stunden. Um zeitlich auf Nummer sicher zu gehen, haben sich die Siegerländer fachmännische Unterstützung aus Sölden geholt. Normalerweise legen die Siegerländer ja nur selbst Hand an ihrer Hütte an. Zimmermänner und Siegerländer haben ein erklärtes Ziel. Das Dach muss dicht werden. Die kleine, aber feine Dreizimmerwohnung soll nächstes Jahr schon bezugsfertig sein. Heinz-Peter hat noch viele weitere Visionen für die Hütte. Am Wochenende kommen dann schon wieder neue, die im Herrenwaschraum eine Dusche einbauen werden. Die gibt es bisher bei uns erst seit einem Jahr im Damenwaschraum. Und damit die Männer auch mal gleichberechtigt sind, was ja im richtigen Leben nicht immer vorkommt, kriegen die jetzt auch eine. Das wird also die Aufgabe der nächsten Truppe sein. Und so hat dann jede Mannschaft, die kommt, so eine Aufgabe. Für Heinz-Peter und seine Kollegen ist die Siegerlandhütte fast schon zu einem Zweitwohnsitz geworden. Übernachtungsgäste können es sich in den kleinen Zimmern gemütlich machen. Für die Gaumenfreuden ist die Hüttenwirtin Froni verantwortlich. Sie zaubert mit den einfachsten Mitteln Mehrgangsmenüs auf den Tisch. Und eines darf bei ihr niemals fehlen: der Salat aus ihrem Garten im Tal. Das Auge ist ja mit, sieht man immer, oder? Und oft muss man mal die Gäste ein bisschen verwehen. Das will auch Fronismann Hermann. Am besten schafft er das mit einem gebrannten Tropfen. Er ist Kellner und auch der Entertainer auf der Siegerlandhütte. Da steht einem gemütlichen Abend ja nichts mehr im Wege. Der Morgen danach. Der Neubau steht, jetzt fehlen nur noch die Feinarbeiten und die Pächter können ihr neues Heim bald beziehen. Ja, wenn ich gesund bin, eigentlich wäre ich schön ein paar Jahre bleiben, denke ich schon. Wenn alles passt, ja, dann wäre ich schön hier bleiben. Müssen wir es mal ausnutzen, das neue Gebäude, oder? Ein letztes Auslüften und dann heißt es Abschied nehmen. Die Arbeit für die Gruppe ist nun wieder zu Ende. Ich bin rundherum zufrieden. Und jetzt machen wir uns ab ins Siegerland. Etwas über eine Stunde dauert der Abstieg zum Auto. Für Heinz-Peter schweren Herzens. Aber in 2 Monaten kommt er ja wieder zurück auf seine geliebte Hütte, die auf 2710 Metern Seehöhe liegt. Sie ist von Juli bis Ende September geöffnet und von Sölden in 3 Stunden Gehzeit erreichbar. Eine Hütte, wo Siegerland nicht nur draufsteht, sondern auch drinsteckt.